So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Und zwar wollte ich einfach nur mal sagen, einfach mal kurz über das Thema Let's Tuddles Comeback reden, ja. Let's Tuddle kam gestern, sage ich jetzt mal, gegen 13, 14 Uhr hat er ein Video hochgeladen. Ja, seit einem Jahr etwa wieder? Weiß ich gar nicht so genau. Jedenfalls hat er wirklich sehr, sehr lange über das Thema geredet, wie seine Vergangenheit war, wie sein jetziges Ich ist sozusagen, wie sein jetziges Ich ist, ja, kann man so sagen. Und er hat jedenfalls gesagt, dass er in nächster Zeit wieder Videos bringen wird, aber das auch nicht regelmäßig. Das heißt, er wird, wann er Zeit oder Lust hat, eher gesagt, wenn er Lust hat, Videos bringen, die ihm wirklich gefallen. Sonst bringt er einfach nur so Videos, die ihm keinen Spaß machen. Wie früher, weil er hat gesagt, nämlich bei seinem alten Kanal What the Fact, wo er What the Fact gebracht hat, das war ja Meatcake TV oder Tuddle. Und da hat er halt nur Videos gebracht für Geld, ehrlich gesagt. Hat er gesagt. Und ja, also er macht es jetzt aber einfach nur so rein aus Spaß, weil er mit seiner Musik, mit That Adam, so sein Leben sozusagen finanzieren kann mittlerweile. Hat aber früher bei Let's Tuddle und Tuddle das einfach nicht aus Spaß gemacht, sondern für reine Geldsache. Der hat sogar mit Freunden Kontakt abgebrochen und alles sowas. Und jedenfalls macht er das jetzt einfach nur aus Spaß, hat sozusagen einfach nur in den Hintergrund so eine gezeichnete Geschichte gepackt über all das, was er erzählt hat. Und ich freue mich, dass er echt wieder zurück ist. Also falls ihr das wirklich noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal gerne in der Beschreibung gucken. Da ist direkt der Link verpackt sozusagen, also da ist er, steht da drin, ja. Und ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich find's auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass er wieder anfängt. Man hofft, oder viele hoffen, dass es wieder GL Paddle gibt, oder Zombie, oder mit wem hat er noch was mitgemacht? Einfach vielleicht mit Adi oder so, weil ja, also wir hoffen einfach, wir können weiter hoffen. Wir wissen jetzt, dass es auf jeden Fall wieder Paddle gibt auf YouTube. Und ich wollte es einfach nur angesprochen haben, damit ihr Bescheid wisst, dass Tuddle wieder da ist, dass ihr euch mal selber das Video anguckt, weil das ist echt genial. Ich finde es wirklich genial, dass er wieder da ist. Und ich hoffe, ihr feiert es genauso, weil viele, denke ich mal, haben ihn auch früher gefeiert, werden ihn jetzt wahrscheinlich immer noch feiern. Und ja, er hat selber gesagt, er hat keinen Spaß mehr dran gemacht, er hat bloß noch wegen Geld gemacht und so. Hat sich selbst zu Videos gezwungen und selbst, wenn er keinen Bock hatte und so, so dass er Geld verdient. Und ich sag mal so, ich find's gut, dass er das so macht. Also, dass er YouTube jetzt einfach so aus reinem Hobby macht. Nicht mehr so wirklich als Zwang. Weil früher hat man ihn wirklich an sich gar nicht angemerkt. Also so gut wie gar nicht, dass er das für Geld macht. Aber jetzt wird's ja richtig chillig, so wie es scheint. Wenn er es jetzt wirklich bloß noch Spaß macht, mal gucken, wie es so wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die gemeinsame Zeit mit Tuddle wieder zusammen sozusagen. Wie, wenn man das so sagen darf, wenn man seine Videos verfolgt, ist ja eigentlich eine Zeit. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wollte es einfach nur mal kurz angesprochen haben, sodass ihr auch auf den neuesten Stand seid, wenn ihr mich schaut, wenn ihr nicht mich schaut. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann. Lasst ein Like da, falls ihr das Comeback feiert. Ja, wir sehen uns dann. Tschüss.